Wieder voll aus dem Thema raus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, mal schauen, was diese Woche passiert. Jetzt gleich habe ich einen Skype-Call und ja, mal gucken, was so auf uns zukommt diese Woche. Hallo Marcel? Hörst du mich? Soll ich dir eine Telefonnummer geben? Okay. Dann bis gleich. Mario Schneider. Hi Marcel. Ja, ganz kurzes Update, an was ich gerade dran bin. Und zwar immer am Anfang des Monats bis zum 10. eines jeden Monats mache ich die ganzen Provisionsabrechnungen fertig. Also zum einen schütten wir die Provisionen aus an unsere Spreadmind-Autoren. Also die über unsere Plattform Spreadmind Automatic Online-Kurse anbieten und die verkaufen. Und ja, deren Verkaufsprovisionen, die rechnen wir dann auch ab und schütten dann die Provisionen aus, so dass unsere Autoren eigentlich mit Rechnungserstellung und so weiter sowieso nichts zu tun haben, aber eigentlich auch nicht großartig mit Steuererklärung oder so. Sie kriegen im Prinzip ja für ihr gesamtes Online-Business eine einzige Abrechnung von uns und das sind dann ihre Einnahmen und das war es dann eigentlich auch schon. Also es ist sehr, sehr komfortabel als Spreadmind-Autor, was das Thema Buchhaltung angeht. Und was ich jetzt gerade noch mache, sind die Provisionen für unsere Affiliates, also für unsere Partner. Vor allen Dingen werde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt die Provisionen auszahlen für unseren Online-Business-Class-Launch. Also da sind ja jede Menge Verkäufe über Affiliates zustande gekommen und es gibt auch noch Bonusprovisionen und so weiter. Und da muss ich jetzt die ganze Abrechnung dazu fertig machen. Das ist natürlich etwas Fleißarbeit. Mal schauen, ob wir da früher oder später auch vielleicht jemand einstellen, so eine Art, ja, ist vielleicht auch ein Minijob oder so, der halt einmal im Monat unsere Abrechnungen und so weiter macht. Müssen wir mal schauen, wie wir das automatisieren können. Gut. Mario Schneider. Hallo. Ja, also ich tendiere eigentlich eher dazu, auch die Leute zu empfehlen, fangt mit einem spitze Thema an, so wie jetzt du gedacht hattest, mit Verkaufspsychologie. Vor allen Dingen in dem Hinblick halt auch, wenn alles auf diese klare Zielgruppe ausgerichtet ist, dann fällt einem vieles leichter am Anfang. Und dann kommt man auch schneller in die Profitabilität rein, also einfach im Verkauf dann des Produktes und so weiter. Und später, wenn man dann eben auch, sage ich mal, wiederum finanzielle Mittel hat, um andere Themen abzudecken und dann auch vielleicht unter dem Branding deiner Person, dann kann man da auch wieder anders aufwarten, sage ich jetzt mal, auch mit einem finanziellen Polster zum Beispiel. Deswegen tendiere ich eigentlich schon eher dazu, dir zu sagen, nimm die Domain, die du schon hast, mit der Verkaufspsychologie und fang mit dem an. Gut, super, freut mich. Ja, gerne, kein Problem. Schönen Tag noch. Tschüss. Wieder voll aus dem Thema raus. Das ist der Nachteil, wenn man natürlich jetzt dadurch, dass Anke da nicht da ist, weil sie im Urlaub ist, dann muss man eben auch solche Sachen machen wie jetzt Support, Kundenbetreuung und so weiter. Das Problem ist nur, das sind alles reaktive Aufgaben. Und sobald ich in so eine, von einer proaktiven Aufgabe, die ich gerade jetzt eigentlich mache, sobald ich dann in eine reaktive Aufgabe rüberfall, dann muss man jedes Mal, verbraucht man quasi
da oben Aufwand zwischen Aufgaben hin und her zu switchen. Das mindert einfach brutal die Effizienz oder Effektivität in der Arbeit. Aber gut, ist halt jetzt so. Wenn Anki im Urlaub ist und sie eigentlich solche Parts abdeckt und ich das jetzt alles machen muss, dann gibt es halt manchmal so Phasen, wo man einfach auch zwischen proaktiven Aufgaben und reaktiven Aufgaben hin und her springt. Das Thema proaktive und reaktive Aufgaben, falls sich das genau interessiert, wie man da auch seinen Tag vielleicht strukturieren sollte, dann schau mal hier oben, blende ich dir mal eine Infobox ein zu einem Video, das ich gemacht habe, über eine Buchempfehlung zu Tim Ferriss neuem Buch Tools der Titanen, weil da war das ein Learning daraus, dass man zwischen pro- und reaktiven Aufgaben unterscheiden sollte. So, aber jetzt geht's weiter. So, nach dem Feierabend noch einen kleinen Spaziergang hier am Wald entlang. Ich lieb's einfach in der Natur. Ja, einfach um nach der Arbeit zu entspannen, den Kopf frei zu kriegen von den Gedanken rund um die Arbeit, so dass man dann auch wieder Kraft schöpfen kann. Und natürlich bei so einer Landschaft wie rund um Rottweil, macht es noch viel mehr Spaß, weil es einfach fast ein richtiges Naherholungsgebiet ist. Ja, jetzt laufe ich noch ein bisschen weiter und genieße einfach so die Natur.